Ja, ich weiß nicht, soll ich schon anfangen oder sollen wir noch warten? Wie spät ist denn? Ah, 5 nach. Ja, dann genau. Wenn sich an meinen Talk vom letzten Jahr erinnert, das ist nur noch das selbstgeschriebene Präsentationssystem auf der Demo-Engine, das nicht einmal angepasst wurde von mir seitdem. Deswegen steht das vielleicht noch irgendwo gesehen. Okay. Also, ja, Weltraumprogrammiernacht. Ihr seid hier für den Talk Weltraumprogrammiernacht. Herzlichen Glückwunsch. Worum geht's? GPN ist das Beamer-Programmierspiel für die GPN 11. Die letzten paar Jahre gab es eigentlich immer ein Beamer-Programmierspiel, irgendwas, was halt so auf dem Beamer vor sich hin blinkte, wo man programmieren konnte. Und diesmal wollten wir was machen mit Raumschiffchen und Explosionen. Und da das Ganze irgendwie etwas überhastet schnell noch hingehackt wurde, ist es etwas unfertig, wie ihr vielleicht bemerkt habt, aber das wird schon noch. Genau, die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor 3 Jahren gab es das Infon-Spiel von Dividuum, das waren so kleine Insekten, die sich gegenseitig gefressen haben. Dann gab es die L-Systeme von Nomeata, das waren irgendwie so Pflanzen, die sich gegenseitig überwuchern, wo man angeben musste, wie denn genau diese Pflanze wuchert und wie sie sich aufteilt und so weiter und so fort. Man musste sich Licht wegnehmen. Und letztes Jahr gab es kein Beamer-Programmierspiel. Das war irgendwie ein bisschen blöd, weil irgendwie ist das Beamer-Programmierspiel auf der GPN immer so der zentrale Punkt, wo alle rumsitzen und ein bisschen coden und oder was anderes machen. Und wir dachten uns, alles muss man selber machen, wir machen halt einfach eins. Schon auf der Rückfahrt von der letzten GPN kam die Idee, wir können da ja mal was mit Raumschiffen machen. Also, was ist das Szenario? Der Weltraum. Unendliche schwarze Dinge mit kleinen Sternchen drin. Der Weltraum ist, wie wir alle wissen, ein höchst unangenehmer Ort. Der besteht irgendwie aus Vakuum. Im Vakuum lebt sich schlecht. Da ist hochenergetische Strahlung. Da sind fiese Aliens. Keiner will dahin. Niemand würde sich freiwillig wirklich jemals in den Weltraum begeben. Deswegen baut man was? Na ja, klar, Roboter. Sehen aus wie Raumschiffe, sind aber in Wirklichkeit Roboter, werden programmiert, reisen durch den Weltraum, erkunden den für uns und bringen alle Schätze zu uns zurück. Genau das ist der Plan. Jetzt ist das Blöde, dass der Weltraum ja mit Plasma gefüllt ist. Plasma ist elektrisch leitfähig und irgendwie kann man nicht auf lange Strecken kommunizieren. Außerdem geht das mit Lichtgeschwindigkeit und das ist irgendwie nicht gut. Also muss man diese Roboter halt irgendwie so bauen, dass sie autark sind und für sich selbst umher navigieren. Sprich, man hat irgendwie eine Basis, man baut da ein Raumschiff, das man andockt, gibt dem irgendwie Triebwerke, Laser, was man halt so braucht im Raumschiff, gibt dem eine Mission, in der man ihm informiert, wo es hinfliegen soll, was es da machen soll, was es machen soll, falls es irgendwie wem begegnet, und dann schickt man es los. Und wenn man alles richtig gemacht hat und dem Raumschiff auch gesagt hat, dass es irgendwann wieder zurückkommen soll, dann kommt es vielleicht auch irgendwann wieder zurück und bringt einem zum Beispiel Erz mit, das es in einem Asteroiden abgebaut hat. Oder man schickt es mit 2 Triebwerken los und es kommt mit 6 Triebwerken zurück. alles so passiert. Ja, auf jeden Fall, man selbst bleibt schön da, in seiner Heimatbasis sitzen. Das heißt, man interagiert gar nicht direkt mit den Raumschiffen, sondern das Einzige, womit man direkt interagieren kann, ist seine Heimatbasis. Diese Heimatbasis sitzt auf einem Planeten und auf dem Planeten kann man auch ein bisschen Ressourcen abbauen, aber das geht irgendwie nicht so toll wie aus so einem Asteroiden, wo man es einfach rausziehen kann. Ja, also, wie funktioniert das Ganze? Das ist ein in C geschriebener Server, der hier aktuell auf meinem Laptop läuft und wo auch gerade Leute erfolglos probieren, Code auszuführen, wie ich in New York-Files sehe. Und jede Raumschiff und jede Basis und ja, Raumschiffe und Basen haben Lua virtuelle Maschinen. Lua ist diese Programmiersprache im Paralleltalk, der jetzt gerade gleichzeitig ist, könntet ihr die lernen über Löwe. Pech gehabt. Die ist auch nicht kompliziert. Die gesamte Sprachspezifikation passt auf eine Seite und die folgt irgendwie so ein bisschen dem Principle of Least Surprise. Man schreibt halt irgendwie Code und der funktioniert meistens und dann wundert man sich, dass es keine Advanced Sprachfeatures gibt, aber braucht man hierfür auch nicht. Ja, also jedes Raumschiff hat so ein Lua-State, da ist irgendwie Code drin. Man interagiert aber selbst direkt nur mit der VM der Heimatbasis. Die Heimatbasis, da sitzt man tatsächlich vor dem Computer auf dem Planeten und tippelt irgendwie Sachen in seine Konsole. Und die Raumschiffe sind dann autark. Sprich, man sagt der Basis, hey Basis, bau mir mal ein Raumschiff. Die Basis möllert ein bisschen noch und ploppt ein Raumschiff raus. Und dann ist man mit dem Raumschiff noch gedockt in dem Moment und sagt, hey Basis, transferiere dem Raumschiff doch jetzt mal diese Funktion. Dann wird die Funktion des Raumschiffs hochgeladen. Und
dann sagt man Undock und schickt das Raumschiff auf den Weg. Und nun schickt man das Raumschiff auf den Weg. Und wenn man alles richtig gemacht hat, bleibt es weder beim Asteroiden einfach stehen, noch hat es einen Syntax-Error und driftet, noch wird es abgeschossen, weil es nicht zurückschießt und nicht ausweicht. Ja, es gibt sehr viele schöne Dinge, die man machen kann. Man kann auch zum Beispiel eine riesige Raumschiffflotte bauen, die dann alle kurz vor dem gegnerischen Planeten auf einen Punkt fliegen und sich komplett gegenseitig zerkranschen. Denn es gibt Kollisionserkennung. Schön, ne? So, Demonstration. Wie macht man das? Jetzt muss ich hier gleichzeitig tippen und mein Mikrofon halten. Wird schön. Klick. Ah, ein Halter. Hurra für Codeman. Ah, größer. Ich halb raus. Und ich kann nicht gleichzeitig gucken, was ich will. Und mein Window-Manager ist scheiße. Ausgezeichnet. Also man connectet sich per Netcat zum Beispiel einfach, dass man hier nicht ganz richtig sehen kann. Einfach mal auf den Server, dessen IP werde ich euch gleich sagen, wo ihr ihn findet. Das ist bei mir jetzt einfach einfach. Auf den Port 8090. Und wird dann da begrüßt von einem Banner, wo man sich dann einen Account erstellen kann. Wenn man Enter drückt, dann sagt man einfach, ich bin irgendwie Vortragender und mein Passwort ist Schinken. Ein schönes Passwort. Und dann kommt schon eine Abfrage, da kann man noch irgendwas schreiben. Da kann man irgendwie schreiben, Schinken ist voll lecker. Und dann macht man nochmal Enter für Bestätigung. Und dann kommt jetzt hier noch eine Frage. Einer von uns Würzburgern von Nerd to Nerd macht nämlich, ist Informatiker und forscht an Plagiatsfindung. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist ja in letzter Zeit irgendwie interessant. Und der interessiert sich für eine Codebasis von vielen Programmen, die ungefähr das gleiche tun. Denn er will gucken, er will Plagiatsfindungsalgorithmen damit kalibrieren, dass halt viele Leute das gleiche tun. Vielleicht wird auch mal hier und da ein bisschen Code abgeguckt oder geklaut. Deswegen möchte der, dass ihr eventuell zustimmt oder auch nicht zustimmt, dass der Code von ihm benutzt werden kann. Deswegen muss man da einfach nur schreiben. Ja. Oder? Nö. So, und dann findet man sich im Hauptmenü und hat primär drei Punkte zur Auswahl. Das erste ist die tatsächliche Lua-Konsole, mit der man mit seiner Basis... Oh. Eines Tages werden wir alle durch ein Shell-Skript oder einen mechanischen Gegenstand ersetzt werden. Oder durch ein Raumschiff. Jetzt sind wir im Hauptmenü. Es gibt drei Menüpunkte. Es gibt einmal die Lua-Konsole, mit der man halt direkt Lua-Code im Kontext seiner Heimatbasis ausführen kann. Da kriegt man so einen Prompt, Lua, und dann sagt man irgendwie sowas wie, weiß ich auch nicht, Return 1 plus 1. Ja, und das ist jetzt natürlich links am rausgefallen. Zwei. Bisschen blöd. Oder Return Schinken. Ja, auch wieder ein S-Abschinken. Auf jeden Fall, da kann man all das, was ich hier gleich zeige, dann interaktiv tun. Da kommt man auf der raus, indem man Punkt Quit sagt und ist wieder im Hauptmenü. Die zweite Möglichkeit ist, wenn man Code so am Blog hochladen will. Das ist der Menüpunkt Nummer 2. Angenommen, man schreibt jetzt was Umfangreicheres, eine Basis, die automatisch gemanagt wird, die irgendwie Schiffe baut und dispatcht und sich verteidigt, dann will man das nicht Zeile für Zeile eintippeln, sondern man copy-pastet das rein. Das ist beim Menüpunkt 2 einfach einfacher. Und dann gibt's noch den Menüpunkt Nummer 3. Das ist das Lua-Output. Und zwar gibt's eine Funktion Print. Die kann man an beliebiger Stelle benutzen. Die gibt einfach aus, was was man will. Man kann da Debugging-Output machen, man kann sagen, oh scheiße, ich bin jetzt irgendwie kaputt und habe kein Triebwerk mehr, was soll ich tun? Und bin dann Position so und so. Das ist aber auch die einzige Form von Kommunikation. Diese Kommunikation kommt aber nicht bei anderen Raumschiffen an, sondern nur beim User. Es ist mehr Debugging. Es ist mehr ein bisschen Mogeln. Man kann jetzt dann sagen, ja, wenn das Raumschiff kein Triebwerk mehr hat, dann schicke ich mal ein anderes vorbei und lade da wieder eins rein. Vielleicht merkt es aber auch ein Gegner und kommt vorbei und lädt eins rein und lädt auch gleich Code hoch. Da kann man sich dann eventuell gegen wehren, eventuell nicht. Und das ist auch schon die grundlegende Interaktionsmöglichkeit. Da gibt's dann irgendwie noch so ein Settings-Menü mit teilweise sogar nutzlosen Optionen. Wie gesagt, das Ganze hat heute früh um 4 zum ersten Mal gebaut, ohne zu segfaulten. Deswegen ist es noch ein bisschen wackelig, aber das wird schon noch.
jetzt habe ich gezeigt, wie man sich da einloggt. Was macht man dann da drin? So eine Basis, die man hat, hat Slots. Und zwar die Standardbasis, in der man startet, hat sogar 12. Ich hatte jetzt die kleinere, die ja gezeigt wird, nur 6. Dann gibt's Raumschiffe, die haben Slots. Und dann gibt es auch Raumschiffe, die haben weniger Slots. Zum Beispiel nur 3. Und es gibt auch Raumschiffe, die haben bedeutend mehr Slots. Die größten haben 24, das sind riesige Monster. In so Slots kann man Sachen reintun. Und zwar gibt es 4 mögliche Zustände von Slots. Leer, ganz einfach. Erz, das ist das, was man entweder in einer Basis minen kann. Man sagt einfach, min mal, dann kommt eine Zeit später halt ein Klotz Erz raus. Oder man holt ihn aus Asteroiden, man fliegt zu einem Asteroiden hin, dockt an, der ist voll mit Erz, das zieht man sich einfach raus und fliegt dann wieder zurück zu einer Basis. Geht viel schneller. Eventuell ist dann da aber auch schon wer anders und baut Erz ab. Und dann gibt's Drama und das ist schön. wenn man das Erz dann zurückgebracht hat zu seiner Basis, kann die Basis daraus die beiden anderen Typen bauen. Das eine ist ein Laser, wofür der gut sein mag, weiß ich auch nicht. Und das andere ist ein Triebwerk, das ist schon nützlicher, damit kann man nicht fliegen. Je mehr Triebwerke in einem Raumschiff sind, desto schneller fliegt's. Wenn jetzt so ein Laser benutzt wird, was ja eventuell mal vorkommen kann, man schießt auf einen Gegner und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird einer der hochqualitativen wertvollen Chunks, also Laser oder Triebwerk, in Erz verwandelt. Oder Erz wird vaporisiert und in Leer verwandelt. Das heißt, man schießt, alle Triebwerke werden zu Erz, irgendwann wird alles Erz zu leer und wenn das Raumschiff komplett leer ist, wird der nächste Schuss dieses Raumschiff zur Explosion bringen. Tada! Das will man gar nicht unbedingt immer, denn man kann auch einfach einem Raumschiff alle Triebwerke und alle Laser wegschießen, dann ist es handlungsunfähig, dann dockt man an, lädt seinen eigenen Code hoch, tut wieder ein Triebwerk rein und fliegt damit nach Hause. Man kann lustigerweise auch einem Raumschiff, dessen Lua-Code einen Syntax-Error gemacht hat, das würde ja niemals passieren, und das einfach frei im Raum driftet, hinfliegen, andocken, Code hochladen, dann ist es das eigene. Ich glaube, das wird am Anfang des Spiels durchaus sehr gewinnbringend sein. Genau. Es gibt nur bestimmte Interaktionsmöglichkeiten für Raumschiffe und eins davon heißt Send. Man sendet Daten an den Gegenüber und der kann dann entweder den annehmen oder ablehnen, beziehungsweise wenn er nicht handlungsfähig ist, kann er ihn nicht ablehnen und dann wird er ausgeführt. Man kann aber nicht Code ziehen, insbesondere weil das sowieso Lua-Byte-Code wäre und dann müsste man erst irgendwie den lesen. Das geht zwar, aber nie. Also wie fängt man jetzt an? Man loggt sich da ein, man kriegt das irgendwie hin und fängt erstmal an, mit seiner Basis so ein bisschen zu spielen. Man sagt, mein Mal, und dann kriegt man irgendwie so einen Chunk und dann kann man irgendwie daraus was bauen und ist glücklich und dann sagt man, irgendwann bau mal ein Raumschiff und lädt das voll mit Zeug. Muss sich dann überlegen, wie man das automatisiert und schickt es los und parkt es neben einem Asteroiden und dann reagiert es nicht mehr. Dann schickt man noch eins hinterher, dem gibt man außerdem die gleichen Koordinaten, also kollidiert es mit dem ersten und explodiert. Dann schickt man noch eins hinterher, das bleibt dann beim Asteroiden, dockt an, lädt sich voll, macht nichts mehr. Dann schickt man noch eins, wo man wieder die Koordinaten braucht, dann noch eins und ungefähr beim 5. Mal hat man dann ein Raumschiff, das auch wieder zurückkommt und dann ist man super glücklich. Das ist die Stufe 1, aber das kann man dann natürlich auch mal automatisieren. Also auch die Basis hat ja einen Lua-State. Man baut sich da einfach eine Schleife, die nacheinander Raumschiffe baut und die losschickt. Aber irgendwann ist dann die Grenze des Wachstums erreicht. Irgendwann wird man halt einfach nicht mehr größer auf die Art und Weise. Und dann muss man anfangen, einen anderen Planeten zu kolonisieren. Denn so ein Raumschiff kann auch einfach zu einem Planeten fliegen und sagen, so, ich werde jetzt eine Basis. Es verliert dann die Möglichkeit zu fliegen, gewinnt aber die Möglichkeit zu minen und Sachen zu bauen. Jetzt ist das aber natürlich weit weg, nicht an der eigenen Homebasis. Das heißt, da kann man nicht mehr mit interagieren. Man muss also anfangen, Code zu schreiben, der dann dort Raumschiffe baut und mit Code befüllt. Und entscheidet, was baue ich denn jetzt für ein Raumschiff und wo schicke ich das denn hin? Und irgendwann hat man vielleicht eine neue Version des Codes, dann kann man das ja nicht da einfach hochladen, sondern man baut sich lokal ein Raumschiff, lädt dem Code hoch, das rüberfliegt, dort Code hochlädt, um damit wieder neue Raumschiffe zu bauen, die Code hochladen. Da kann unendlich viel falsch gehen, das ist so toll. Das ist so ungefähr die Entwicklungsstufen, die wir uns gedacht haben. Eigene Basis, automatisierte Basis und dann viele automatisierte Basen. Wie programmiert man das Ganze? Das Ganze ist eventbasiert.
so ein Raumschiff wird nicht, hat nicht die ganze Zeit Code am Laufen, unter anderem damit es auch gut skaliert, sondern es wird nur dann mal aufgerufen, wenn irgendwas Wichtiges anliegt. Zum Beispiel, huch, du wurdest erstellt, oder huch, du hast ein Asteroiden gerammt. Nee, dann explodiert es einfach. Aber huch, da kommt ein Asteroid in deine Nähe, zum Beispiel. Oder dein eben angeworfener Raumschiff-Baujob ist jetzt fertig. Und daraufhin muss man dann entscheiden, was macht man überhaupt und wirft eine neue Aktion an. Jede Aktion, die man machen kann, ja, außerdem ist das Ganze halt irgendwie 15.000 Zeilen C oder so. Also, wir haben es ein bisschen übertrieben, aber wird schon. Genau. Noch mehr Fragen? Wir haben kein Haskell verwendet. Wir hatten ausgiebige Diskussionen, welche Programmiersprache daran dafür richtig ist. Es begann damit, dass ich sagte, lass uns C und Lua nehmen, das hat schon mal bei den Infon-Spielen gut funktioniert. Dann waren drei Informatiker, die auf mich einstürzten. Der eine sagte was von Haskell, der andere wollte einen Emulator für eine Z80-CPU bauen. Tatsächlich haben wir sehr lange über die Z80-Idee nachgedacht, da ein Z80 sehr leicht zu emulieren ist und so ein Schiffchen auch eigentlich gut steuern könnte. Doch dann wurden wir von der Vernunft übertrumpft und haben das doch wieder in Lua gemacht. Ich hoffe, ihr könnt uns nachfühlen. Wer von euch hätte gerne einen Z80-Emulator bedient? Oh ja, Nerds. I love you. Ja. Noch Fragen? Ah. Nochmal hin? Ja, es gibt den Code, geht mal auf wpn.nerdtonerd.org. Da ist relativ weit unten ein Link zu einem Git-Repository. Da das Ganze noch irgendwie relativ unfinal ist, wird sich das vielleicht in den nächsten paar Stunden auch noch öfters verändern. Da gibt es Code, da drin ist auch der Visualizer, um sich das dann zu rendern und so. Schiffe sind prinzipiell gleich Basen, ja. Nur halt, dass Basen sich halt nicht bewegen können und Schiffe nichts bauen können. Aber ansonsten ist es gleich. Die werden auch im Programm genau gleich repräsentiert. Man kriegt da einfach so ein Entity-Objekt. Das ist irgendwie so ein opakes Objekt und dann kann man darauf schießen. Oder irgendwie sinnvollen Kram mitmachen. Aber schießen ist schon mal eine gute Idee. Man kann auch auf, nee, man kann nicht auf sich selbst schießen. Da gibt es eine lustige Fehlermeldung. Man nimmt die Welt wahr. Da gibt es zwei Funktionen. Ich glaube, ich muss jetzt hier doch mal einen Browser aufmachen. Gucken, ob das funktioniert. La la la. Fenster schieben funktioniert immer toll. Ohne gucken, Browser bedienen. Und gucken, welche URL ich jetzt eingebe. Unergonomische Computerbenutzung für 100. Ah, ich habe kein Netz. Warum habe ich kein Netz? Ist hier kein WLAN? Nein, ich habe kein WLAN. Warum ich kein WLAN? Was soll das? Ich habe das hier irgendwo noch offen. Nee. Ja, Mist. Kann ich jetzt leider gerade nicht zeigen, aber geht. Man hat eine begrenzte Scanner-Range. Man weiß zwar über alle Planeten Bescheid, immer, weil die sind halt schon immer da, die hat man astronomisch irgendwie aufgezeichnet, aber alles andere in der näheren Umgebung kann man erfragen. Es gibt zwei Funktionen, eine liefere mir das nächste Objekt dieses Typs, also Planet, Schiff, Basis oder ein zusammengeordnetes Filter davon, und es gibt eine Option, gib mir alle Schiffe im Umkreis von so und so. Und dann kriegt man halt alle als Liste und dann kann man sich überlegen, was man damit macht. Wenn man natürlich sagt, gib mir alle Schiffe im Umkreis von unendlich, gibt es zum einen gerade noch eine Floating Point Exception, die bald weg ist. Zum anderen wird es eventuell dazu führen, dass man dann eine sehr lange Liste bekommt, wenn viele Spieler da sind. Und das führt dazu, dass man irgendwann sein Time Limit überschreitet. Denn bei jeder Antwort auf so einen Callback kann man nur eine bestimmte Anzahl von Lua Cycles arbeiten. Das sind zurzeit irgendwie so 1 Million Lua Cycles, was etwa einer Millisekunde entspricht. Und wenn man das überschreitet, dann wird das Schiff gekillt. Also nicht gekillt, der Computer, es driftet dann. Und dann kann man wieder Spaß damit haben. So don't do that. Man kann keine Nachrichten verschicken, auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Man kann, also das Print kann man verschicken, aber das sieht man nur selbst. Man selbst ist ja irgendwie nicht Teil des Spiels. So. Ja. Hm?
Nee, Planeten sind beliebig, man hat unbegrenzte Ressourcen in Planeten, beliebig viel Öl. Wie im echten Leben. Nein, Planeten sind groß genug. Asteroiden jedoch haben nur eine begrenzte Anzahl von Slots, genauso wie Schiffe. Und wenn die leer sind, dann sind die halt leer. Dann kann man da auch hinfliegen, aber dann ist das da halt schön, gute Aussicht. Aber das war's dann auch. Ja. Es gibt verschiedene Sorten, Größen, wie ich gezeigt habe, von Schiffen und auch von Basen. Und zwar, es gibt die Größen 3, das reicht genau für ein Triebwerk, ein Laser und irgendwas anderes. 6, 12 und 24. Jeweils Verdoppelung. Und man kann mit einer 6er-Basis höchstens 6er Schiffe bauen, denn zum Bauen eines 6er Schiffs braucht man 6 Ressourcen. Für ein 12er Schiff 12 Ressourcen und so weiter. Und man kann halt eine Basis, wenn man sie komplett voller Erz füllt und sagt, upgrade mal, auf die doppelte Größe upgraden. Und dann fliegt man mit einem 3er Schiff zu einem Planeten, baut eine 3er Basis, die für fast nichts gut ist. Und dann upgradet man die auf eine 24er Basis und baut ein Riesenschiff, das dann irgendwo gegenfliegt. Ja. Nein, du kannst auf Asteroiden nichts bauen, weil Asteroiden haben keine Computer. Also du kannst Laser reinstopfen und wegfliegen. Und dann sind die da halt und dann sind die da nicht mehr lange. Ja. Wenn deine Basis kaputt schießt und explodiert, dann bist du tot und kriegst eine neue. Irgendwo. Du merkst... Ach so, das ist eine interessante Frage. Nein. Tatsächlich wird eine neue Basis generiert und mit deinem aktuell validen Lua-Code wieder initialisiert, sodass die einfach wieder neu anfängt, dein Programm abzuarbeiten. Der Hintergedanke war eigentlich, dass ja vielleicht mal unter Umständen der Server sterben könnte und dann einfach alle Basen neu initialisiert werden, keiner was merkt. Aber vielleicht sollte man da irgendwie Kaboom auf die Konsole schreiben, mindestens. Ja, ich überleg mir da was. Gute Idee. Ja. Ja. Wenn deine Basis kaputt macht und deine Raumschiffe rumfliegen, dann wissen sie nicht mehr, wo sie hin müssen. Beziehungsweise die fliegen wahrscheinlich wieder zurück und sehen einen leeren Planeten und sind verwirrt und stürzen ab. Oder du schreibst sie so, dass sie dann vielleicht anfangen, in einem Suchgitter rumzufliegen oder dass sie mal, ja... Kann man nicht viel machen. Kann man sich da sammeln und dann überlegen, was man tut. Oder man fliegt zum nächsten Gegnerplaneten, da kann man ja immer was tun. Die Asteroiden bewegen sich zurzeit noch nicht. Die sollen sich vielleicht mal bewegen, aber nicht so sonderlich schnell. Denn, wie man sich vorstellen kann, sind die irgendwann alle leer. Und dann wäre es ja blöd. Und deswegen haben wir gedacht, dass eventuell einfach von außen langsam Asteroiden nachfliegen. Was es dann interessant macht, die Ecken des Spielfeldes zu erobern. Nur so als Tipp. Die Aliens, oh, gute Idee. Die Aliens kommen vorbei und füllen die auf. Mit Tankraumschiffen. Mit einem riesen Hotdog draufgedruckt. Ja. Wenn sich zwei Raumschiffe rammen, explodieren beide, auch wenn ein kleines ein großes rammt. Denken Sie mal drüber nach. Wenn jedoch ein großes 24er-Raumschiff voller Laser ist, kann es in jedem Simulationstick schießen, während ein kleines nur jeden 24. Simulationstick schießen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vom Balancing schon ganz fair ist, aber ja. Vielleicht wird es auch noch abgeändert, wenn das zu krass wird, dass ein kleines Raumschiff einfach nur ein großes dann beschädigt. Man kann aktuell nicht mit Raumschiffen gegen Basen fallen, weil sie vorher am Planeten zerschellen. Ja, schade. Ne? Aber so gewollt. Ein Raumschiff kann sich nicht vergrößern, weil ein Raumschiff nichts bauen kann. Es kann auch nicht von der Basis vergrößert werden. Man muss da halt einfach ein größeres bauen. Einfach. Auch kleine Raumschiffe sind sowas gut. Ja. Also das Raumschiff, ja. Es können... Nee, Basen sind fest und für immer auf dem Planeten. Es gibt da eine Kill-Self-Funktion, falls du die unbedingt loswerden willst, aber... Einmal Basis, immer Basis. Ja. Wenn du den Autopilot, den dummen Autopilot direkt auf einen Planeten steuerst, okay, der dumme Autopilot macht das Dumme und der schlaue Autopilot stoppt vorher.
Er fliegt sogar eventuell, also wenn du irgendwo nicht die Mitte eines Planeten anvisierst, sondern so irgendwo halb außerhalb, fliegt er erst noch rum und kommt dann an den nächsten Punkt dran, der noch ungefähr sicher ist, mit so ein bisschen Sicherheitsabstand. Er ist tatsächlich der intelligente Autopilot. Ja, sobald ich sie mir selbst genau überlegt habe. Es gibt ein Git-Checkout, da drin ist eine Config-Datei, die noch irgendwie nicht Zufallszahlen, aber irgendwelche Zahlen, die beim Debuggen gut aussahen, enthalten. Ja, das wird dann auch im Wiki hingeschrieben, mit welchen Parametern gerade die Simulation läuft. Ja. Ganz hinten. Ja, Basen sind... Planeten sind nicht zerstörbar, die sind zu groß. Basen können aber genauso viel Schiffe, verhalten sich genauso viel Schiffe und können auch genauso weggeschossen werden. Das Lustige war, dass jetzt gerade beim aktuellen Parametersatz jedoch eine Basis schneller Ressourcen reinminen kann, als ein kleines Schiff mit einem Laser wegschießen kann. Das heißt, man mauert dann einfach. Das wird sich aber ändern. Außerdem kann man ja immer noch große Schiffe bauen. Ja? Ja, also man kann bisher nicht den aktuellen Ticker fragen, gute Idee. Aber was man machen kann, ist, wenn man irgendwie gerade nichts zu tun hat, als Aktion Set Timer machen. Dann ist man auch beschäftigt und wird irgendwann wieder aufgerufen mit einem Callback, das Timer Expired Callback. Genaue Koordination ist damit noch nicht möglich, da man den Tick noch nicht erfragen kann. Gute Idee, man kann die Weltkoordinaten erfragen, noch nicht die Zeit. Ja, es gibt die Funktion GetSlots, die gibt dir eine Liste zurück, was in deinen Slots ist und deren Länge ist halt deine Größe. Raute GetSlots ist das in Lua. Der Router-Operator in Lua gibt dir die Länge eines Arrays an. Ja. Da die Raumschiffe nicht kommunizieren können, ist als Flotte navigieren etwas kompliziert. Die können natürlich alle einem Führungsraumschiff folgen, indem sie halt irgendwie einen festen Abstand dazu einhalten. Das geht. Da muss man dann eventuell den unintelligenten Autopiloten nehmen, damit nicht der andere dann plötzlich ausweicht und irgendwo gegenhaut. Da ist er dann doch nicht so intelligent. Das ist aber eine interessante Frage und ich warte auch nur drauf, dass irgendwie The Game groß in Raumschiffen geschrieben auf dem Beamer steht. Ja? Nee, bisher nicht. Es gibt zwar in den JSON-Stream irgendwie sowas wie Players, die auch ein Scorefeld haben, das ist aber zurzeit immer null. Da haben wir auch lange angeregte Diskussionen darüber gehalten, was denn jetzt eigentlich die richtige Methode ist, um Punkte zu zählen. Und das kommt die wahrscheinlich übermorgen. Wie die meisten tollen Features kommen übermorgen. Ganz, ganz hinten. Wenn was abstürzt? Wenn der Server abstürzt, ja, wenn man Code hochlädt, wird der sowieso in einem User-Verzeichnis gespeichert. Sprich, der Server weiß, was der letzte Code war, den er für einen User ausgeführt hat. Und wenn ihn jetzt wieder startet, wird der auch wieder reingeladen und gleich wieder angeworfen. Es gibt aber keinen Snapshot, wo die Raumschiffe waren. Das heißt, man startet dann wieder mit einer leeren Basis. Das ist natürlich noch ein bisschen doof, aber da wir zurzeit auch noch teilweise Abstürze durch korrupte Datenstrukturen haben, wäre es nicht unbedingt toll, die wegzuspeichern und wieder starten zu wollen. Ja, wäre eine gute Idee, geht noch nicht. Okay, ich glaube, dann für weitere Fragen könnt ihr auf jeden Fall bei mir vorbeikommen und dann jetzt mal probieren, ob das irgendwie was wird. Vielen Dank!